Ich darf Sie ganz recht herzlich begrüßen im Namen von Eigenstromwiese und Firma Hellmann. Wir haben die Möglichkeit, hier mal ein Nischenprodukt oder vielleicht sogar auch ein Volumenmarktprodukt, das liegt ja an Ihnen oder auch an der Entwicklung jetzt, an der Preisentwicklung vorzustellen. Ich werde Ihnen ein bisschen was erzählen, was das ist, wie es dazu gekommen ist und das ganze Repertoire sozusagen. So, worüber werde ich heute Abend sprechen? Ich werde Ihnen so ein bisschen erzählen, was ist Eigenstromwiese und wie ist Eigenstromwiese zur Firma Hellmann gekommen? Hellmann ist ja der Pufferspeicherhersteller. Dann werde ich ihm versuchen, so ein bisschen Allgemeines zu Wärmespeichern zu erzählen. Da wird es ein bisschen physikalisch, aber glauben Sie mir nicht zu sehr. Ich komme auch sehr aus der Praxis, werde Sie da jetzt nicht mit Theorie überfrachten. Dann werde ich Ihnen ein bisschen was erzählen, was die Firma Hellmann und Eigenstromwiese sich gedacht haben, was ein sinnvoller Weg wäre, eine Möglichkeit. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, Strom zu speichern, aber das wäre jetzt unser Weg, den möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Dann natürlich die Paradefrage, für wen ist das überhaupt sinnvoll? Lohnt sich das? So die klassischen Fragen müssen natürlich auch beantwortet werden. Und am Ende würde ich mich freuen, wenn Sie noch Fragen haben. Und ich hoffe, so manche Fragen kann ich auch einfach beantworten. Oder auch eine Diskussion darf auch kontrovers sein. Bin offen für alles. So, dann steigen wir einfach mal in das Thema ein. Erstmal erzähle ich Ihnen was zur Eigenstromwiese. Also ich selber bin Bredstedter Jung, wissen Sie vielleicht gar nicht. Ich bin hier in Bredstedt geboren. So, und zwar 300 Meter entfernt im alten Preisler-Haus. Damit fange ich einfach mal an. So, ich bin also aus der Region hier. Und habe 25 Jahre im Rettungswesen gearbeitet, die meiste Zeit im Rettungsdienst, die letzten Jahre auf der Rettungsleitstelle und habe nach 25 Jahren festgestellt, Schichtdienst ist ja was ganz Nettes, wenn man jung ist, aber je älter man wird, dann nickt einer, der weiß vielleicht genau, wovon ich spreche, umso anstrengender wird das. So, und irgendwann kam der Tag, wo eine Entscheidung her musste und so habe ich gesagt, ich kündige einfach mal. Also habe ich meinen festen Job im öffentlichen Dienst gekündigt, das konnten auch im ersten Schlag die wenigsten Menschen verstehen. Mittlerweile habe ich da Verständnis für und habe mir dann überlegen können, in welche Richtung das denn geht. Und so habe ich mir einen prägnanten Namen ausgesucht. Eigenstromwiese, Eigenstromnutzung ist ja das Thema schlechthin. Ich selber bin seit Jahren sehr affin für dieses Thema, habe selber auch Stromerzeugungsanlagen zu Hause und habe gesagt, okay, dann gehe ich mal in diese Richtung. Zudem wurde mir ein Projektmanagement angeboten bei der EEV Mobile. Das ist die Genossenschaft, die aus grünem Strom Mobilität macht. Da sind wir auch seit 1,5 Jahren sehr erfolgreich und bringen viele Elektromobile hier in Nordfriesland auf die Straße. So, das ist so das, mit dem ich mich verdinge. Und das ist hoffentlich eine Geschichte, die jetzt in Fahrt kommt. Und dieser Vortrag kann ja dazu beitragen, dass vielleicht der eine oder andere sich ein bisschen mehr dafür interessiert und vielleicht auch so einen Pufferspeicher haben möchte, so einen Wärmespeicher. So, Firma Hellmann ist ein Pufferspeicherhersteller aus dem Sauerland. Wie ich zu dem gekommen bin, erzähle ich gleich noch. Ist ein kleiner mittelständischer Betrieb mit nicht mal 40 Mitarbeitern mitten im Sauerland in Wenden. Und wie es dazu gekommen ist, ist auch eine ganz nette Geschichte. Erzähle ich Ihnen noch, wie es da denn sozusagen zugekommen ist. So, jetzt wird es ein bisschen physikalisch. Was heißt denn eigentlich Wärmespeicherung? So, also eigentlich kann man das Thema Wärmespeicherung in drei Bereiche aufteilen, einmal den Bereich sensible Wärme, dann die latente Wärme und chemische Wärme. So, was ist denn die sensible Wärme? Das ist sozusagen einfach die Wärme in einem Pufferspeicher, das, was man fühlen kann. So, also Wasser wird aufgeheizt und zwar unmittelbar und das ist sozusagen die sensible Wärme. So, also ich muss gestehen, ich musste mir das jetzt die letzten Tage auch mühsam anlesen, also nicht das, aber vielleicht das hier. Latente Wärme ist so das zweite Thema. Das ist die versteckte Wärme, kennen Sie vielleicht von Taschenwärmern. So eine Geschichte hier, da ist eine bestimmte chemische Substanz drin und ist da so ein kleines Metallplättchen drin. Und wenn man das drückt, beginnt eine chemische Reaktion und dann wird Wärme freigesetzt. Dann verändert sich der Aggregatzustand dieser Flüssigkeit, dann wird das wieder fest und es erwärmt sich bis auf 50 Grad. Und wenn Sie das dann wieder sozusagen in heißes Wasser legen, dann wird das wieder so wie jetzt und dann können Sie den Vorgang immer wiederholen. Das ist also auch eine Form der Wärmespeicherung. Und die dritte Geschichte ist die chemische Wärme. Das ist das, wo ich mich auch am meisten mit schwer getan habe, als ich das recherchiert habe. Und zwar so schwer, dass ich jetzt so einen Zettel hier ziehe, damit ich Ihnen überhaupt erzählen kann, was das bedeutet. Also unterm Strich kann man sagen, die chemische, thermochemische Wärmespeicher ist eine Speichermöglichkeit mit einer sehr hohen Speicherdichte, viel mehr als wenn man in Wasser Wärme speichert. Und diese Wärme kann über Jahre verlustfrei gespeichert werden.
Da gibt es auch einige Beispiele. Zum Beispiel gab es schon 1883 eine Nathorn-Lokomotive, die nach diesem Prinzip funktionierte. Und daran sehen Sie, dass es das alles schon mal gab. Und es gibt auch energiesparendes Trocknen in Geschirrspülmaschinen. All das ist so dieser Bereich thermochemischer Wärmespeicher. Also ein kompliziertes Gebiet möchte ich Sie nicht unbedingt mit langweilen. Aber die Quintessenz ist, dass es eine komplizierte Technik, die eigentlich für den Hausgebrauch nicht geeignet ist. So. Also ist noch sehr teuer, kaum eine Firma setzt auf dieses Pferd. Aber das wäre eigentlich das Wirkungsvollste. Man kann einfach die meiste Wärme so speichern. So. Aber das ist nicht das, worum es uns geht, sondern wir sind handfeste Leute und auch sehr aus der Praxis. Also haben wir uns dem gewidmet, was am naheliegendsten ist. Und das ist natürlich einfach die Technik, die schon besteht, die funktioniert, die einfach ist und vor allem bezahlbar ist. Das ist ja auch ganz wichtig. Was nützt uns eine hochinnovative Technik, wenn es keinen Volumenmarkt da gibt und die Produkte so unbezahlbar sind, dass man sie einfach nicht, dass man das nicht darstellen kann. So. Ja, wie begann denn alles? Kurz bevor ich meinen Beruf gekündigt hatte, hatte ich Kontakt zu deinem Bruder, zu Martin. Ich wurde da netterweise von meiner Projektmanager-Vorgängerin bei der EVMobile mit bekannt gemacht. Und das war sozusagen mein persönlicher Türöffner. So, Martin Jensen ist ja ein Akteur aus der Windkraft, Geschäftsführer bei EasyWind und Geschäftsführer in vielen anderen Firmen, hat den GreenTech Campus mit ins Leben gerufen. So, also ein ganz wichtiger Akteur Nordfriesland in dieser Branche, muss man ganz deutlich sagen. Und mit dem wurde ich bekannt und er hat mich ganz spontan in einen Arbeitskreis eingeladen, den hat er genannt EE4Home. So, EE4Home heißt erneuerbare Energie für zu Hause, also Smart Home Lösung. So, also noch bevor ich gekündigt hatte, hat er gesagt, okay Stefan, das klingt interessant, was du da erzählst, komm mal einfach. Das ist so typisch Martin, ne? Wenn er merkt, da ist irgendwie einer, da ist irgendwie, da könnte Potenzial sein oder ist eine kritische Masse so, dann sagt er, komm. So, und dann guckt er sich das an und mit Glück darf man bleiben. So, und ich durfte bleiben. Genau. So, was heißt jetzt EE4Home? Also es gab viele Akteure, die haben sich um das Thema gekümmert, Smart Home Lösung. Was ist denn Smart Home? Smart Home ist sozusagen intelligente Technik für zu Hause, um die Stromproduktion mit dem Verbrauch zu parallelisieren oder zu optimieren, kann man in einem Rutsch sagen. Und der Wärmespeicher ist im Grunde nichts anderes, als dass man die Energie, die man gerade hat, speichert für Zeiten, wo man die Wärme dann vielleicht braucht. So, ist also eine klassische Smart Home Lösung. Eine weitere Smart Home Lösung wäre zum Beispiel auch, wenn Sie sagen, die erzeugte Energie wird über Wärmepumpen sozusagen zwischengespeichert in Pufferspeichern, wäre auch eine Smart Home Lösung. Oder das Elektromobil nur dann laden, wenn ich tagsüber Stromerzeugung habe, um also den Eigenverbrauch zu erhöhen, wäre auch eine klassische Smart Home Lösung. So, und über all das wurde da gesprochen und irgendwann fiel das Wort Heizstab. So fing es an. Heizstab. Ja, Heizstäbe kannte ich schon. Aber Heizstab, dachte ich, ja, Heizstab. Also da fing es an, dass ich mich mit dem Thema überhaupt so intensiv beschäftigt habe. Also dem Heizstab wird ja nachgesagt, er arbeitet nicht besonders effektiv. Im Vergleich zu anderen Techniken ist das eine Tatsache. Aber ich werde Ihnen auch gleich zeigen, das ist für viele von Ihnen, ich glaube, hier sind auch viele EasyWind-Kunden, ist das richtig? So, wollen Sie einmal sich melden? So, dann weiß ich, oh ja, genau. Also kann ja schon fast sagen, die Mehrheit. So, das sind also so die klassischen Kunden, wo das sich lohnt, sage ich mal ganz einfach. So, okay, so war ich dann in dem Arbeitskreis und dann, ja gut, dann hatte ich gekündigt und dann lief meine Kündigungsfrist und dann kam auch so die Geschichte, Mensch, was machst du denn so nach diesem halben Jahr Kündigungsfrist? Also die Firma gegründet und ich wusste, okay, ich werde Energieberater im Bereich Energieerzeugung, Eigenstromnutzung und ja, möchte auch Wärme machen mit meinen PV-Anlagen über Heizstäbe im Pufferspeicher. Die Entscheidung war denn schon gefallen. So, und ich erzähle mal die Geschichte vom Heizstab bei eBay bis zum kompletten Wärmespeichersystem. Das ist nämlich die Geschichte von Eigenstromwiese und Hellmann. Ich habe mich auf die Suche gemacht nach Heizstäben für mich zu Hause. Ich habe zwei Pufferspeicher und habe mir gedacht, okay, jetzt legst du mal los und versuchst Wärme zu machen und dazu brauchst du Heizstäbe. Und wie kommt man zu Heizstäben? Man geht entweder zum Fachhandel, kauft die teuersten oder man geht erstmal zu eBay. So, und guckt nach Heizstäben. Und dann habe ich alle Verkäufer einfach mal angeschrieben, eine Standardmail geschrieben und gesagt, warum soll ich gerade einen Heizstab kaufen? Erzähl mal ein bisschen was, wo wird der hergestellt? Was sind die Vorteile, Nachteile? Und Klaus Hellmann von der Firma Hellmann in Wenden hatte so die netteste Antwort geschickt und da war eine Partnerschaft geboren. So, da merkte ich einfach, okay, wunderbar, ganz toll. Und dann haben wir über viele, viele Monate täglich Mailkontakt gehabt,
Sie es glauben oder nicht, dass also eine ganz intensive Zusammenarbeit entstand da. Und er hat gemerkt, okay, hier oben ist jemand, der sozusagen auch zu ihm zu Absatz verhelfen kann von Wärmespeichern und der Ideen hat, wie man das sinnvoll kombiniert und was es hier wirklich braucht. So, das ist ja genau die spannende Frage, was brauchen wir überhaupt hier? Und dazu habe ich mir ganz viel Gedanken gemacht in Zusammenarbeit mit meinen Kooperationspartnern. Das Netz wurde dann immer größer und so ist dieses System entstanden. Und das zeige ich Ihnen jetzt noch im Einzelnen. Ja, der erste Feldversuch in Weiger, das ist unser Stallgebäude und die Garage. Auf der Westseite habe ich Photovoltaik, oben ist noch Solarthermie. Nach Süden hin aufgeständert in Ost-West ist auch Photovoltaik. Insgesamt 10 Kilowatt Peak von 2009, das ist ja das Jahr, von dem man sozusagen Eigenverbrauch Strom machen konnte. Und so habe ich gesagt, dann versuche ich mal ein bisschen. So, ging also auf die Suche nach Heizstäben, das hatte ich Ihnen erzählt, wurde dann bei Firma Hellmann fündig. Und dann kam natürlich die Frage, das ist so eine kleine Bildreihe, wie die eingesetzt wurden. Da macht man dann auch die wildesten Erfahrungen, dass der Pufferspeicher zwar 1,5 Zoll Eingänge hat, aber drin ist dann auch irgendwie so eine Platte, die da im Weg ist. Man kriegt den gar nicht rein, muss die erst hochbiegen. Also ganz interessanter Feldversuch so. So macht man Erfahrung. Da wurden die Heizstäbe montiert. Ich habe 2 Puffer, wie gesagt, jeweils 2 Heizstäbe. Und dann kam natürlich irgendwann die Frage, wie steuere ich das Ganze? Das ist nämlich eine ganz spannende Frage. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und bin bis nach München gefahren zur Intersolar und habe da also wirklich mehrere Tage verbracht. Sie glauben gar nicht, wie groß das da ist. 8 riesige Hallen. Und jetzt finden Sie mal einen Stand, der genau eine Steuerung hat, die es schon gibt. Ganz wichtiges Thema, die es einfach schon gibt. Denn viele zeigen ja was sie entwickeln und so weiter, aber dann ist das noch nicht produziert. Das war letztes Jahr im Sommer, im Juni. Da war auch das Thema Batteriespeicher gerade ganz groß. Ganz viele Firmen haben die Batteriespeicher gezeigt und dann wurde gesagt, ja, im Herbst werden die ausgeliefert, nächstes Jahr im Frühjahr wurden die ausgeliefert und die wenigsten konnten schon liefern. Also war eine ganz spannende Zeit. Und so habe ich dann dieses Produkt gefunden, eine recht einfache Steuerung, die mit Funksignalen arbeitet. Mir wurde versprochen, dass man 12 Verbraucher schalten kann. Am Ende waren es dann nur 3 leider. Also konnte ich von meinen 4 Heizstäben nur 3 betreiben. So, und die Steuerung war auch sehr, sehr träge. Und so stand dann fest, okay, es gibt eine Steuerung, ich habe die jetzt wunderbar, aber das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Also ist zwar ein fertiges Produkt, aber wir wollen was haben, was zuverlässig funktioniert, was auch mit einer gewissen Trägheit funktionieren kann, wo man auch sagen kann, okay, wenn du mir jetzt die Waschmaschine anmachst, dann bleib bitte auch 2 Stunden an, weil was nützt es, wenn der Wind jetzt ausbleibt oder die Wolke kommt, dass die Waschmaschine kurz wieder ausgeht, ist völlig unwirtschaftlich. Also das alles konnte diese Steuerung nicht, war preislich sehr interessant, aber so für unsere Zwecke nicht zu gebrauchen. Hatte das Glück, dass Hellmann mir die bezahlt hat, insofern war das nicht so schlimm. Das war sozusagen der Feldversuch. Ja, so wurden denn die Stromabnehmer installiert mit Induktionsklemmen um die Stromkabel herum. Und die haben dann sozusagen den Strom erfasst, der erzeugt wurde, und die Strommenge erfasst, die gerade im Haus gebraucht wurde. Und aus dem Delta heraus wurden sozusagen die Heizstäbe angesteuert. So, das war das Prinzip des Feldversuches bei mir zu Hause. So, da sind nochmal die Schaltaktoren zu sehen in der Unterverteilung im Heizungsraum. Alles funkgesteuert, also sehr empfindlich und läuft nicht zuverlässig gut. Aber wie gesagt, so macht man Erfahrung und so weiß man, wie man es nicht haben will. Genau. So, jetzt möchte ich Ihnen gerne mal das Wärmespeichersystem vorstellen, was die Firma Hellmann und Eigenstromwiese sozusagen sich ausgedacht und auch gebaut haben. Also wir haben uns wirklich auf die Suche gemacht nach Komponenten, die man gebrauchen kann. Und ich erzähle Ihnen jetzt mal so ein bisschen, der größte Vorteil dieses Systems ist tatsächlich der Preis. Also wenn man sich vorstellt, dass ein Wärmespeichersystem von 2000 Litern Größe, das ist ein großer Pufferspeicher, kostet komplett mit Steuerung, Heizstäben und so weiter nur knappe 6000 Euro. So, wenn Sie das mal mit einem Batteriespeicher vergleichen, jetzt mal im direkten Vergleich, ist das preislich schon mal sehr interessant. Das beinhaltet, da ist er, so steht er im Showroom in Engelsande, lade ich Sie ganz herzlich ein. Können Sie gerne mal vorbeischauen, nehmen Sie dann nachher eine Visitenkarte mit, nehmen Sie Kontakt auf und wir treffen uns da sehr gerne, dann kann man noch mal ein paar Details besprechen. So, in diesem Preis ist drin ein 5-Schichten-Wärmespeicher mit Wärmetauscher zur Brauchwassererwärmung. Ist also kein Behälter im Behälter, man braucht auch keine
keine Frischwasserstation außerhalb. Die Legionellengefahr ist sehr gering, weil da maximal 3 bis 4 Liter bloß ständig drin sind. So, nach dem Wärmetauscherprinzip, ganz, ganz simpel und hochwirksam. So eine Kupferspirale, die auch noch gerippt ist, also eine ganz große Oberfläche, funktioniert wunderbar. So, 5 Schichten. Warum 5 Schichten? Ganz einfach, im oberen Bereich hält man Wärme bereit für die Brauchwassererwärmung. Im Unterbereich holt man Wärme raus für die Heizkörper, darunter vielleicht für die Fußbodenheizung. Im unteren Bereich ist der Rücklauf von den Heizkörpern einfach wieder. So, und das ist miteinander verbunden mit so einer Säule. So, 12, und das Innovative ist, dieser Pufferspeicher, und so einen gab es bis dato noch nicht, kann bis zu 12 Heizstäbe aufnehmen. 12 Heizstäbe, das ist eine ganze Menge. Nun kann unsere Steuerung nicht 12 Heizstäbe auf einmal steuern. Sie kann maximal 7 steuern, ein Kombiheizstab und 6 weitere Heizstäbe. Aber man kann sich die Position aussuchen. Das ist sehr interessant. Denn nicht immer ist es gut, die Heizstäbe nur im oberen Bereich einzubauen. Das erzähle ich Ihnen auch noch gleich. Weiterhin beinhaltet der Preis diese Steuerung. Und wenn denn die Heizstäbe laufen, das ist die LED-Platine oder das ist die Anzeige für den Kombi-Heizstab, erzähle ich Ihnen gleich noch was zu. Und wenn die dann laufen, dann ist hier eine LED an. Sie können also zu jeder Zeit sehen, welcher Heizstab ist gerade an. Ist ja auch interessant, gerade für die Männer, nicht? Ich weiß ja selber, wie ich meine PV-Anlage kriegte. Der eine lacht schon, herrlich. So, da schnappt man die ersten Wochen vom Wechselrichter, oder? Jo, ist so, ne? Genau. So, ist eigentlich ein Männerspielzeug, wenn man ganz ehrlich ist, ne? So, okay, die Männer wissen, was ich meine. So, und der Clou ist natürlich, dass diese Steuerung einfach alles vollautomatisch macht. Es ist nicht so, dass man mittags darauf achten muss oder morgens geht der Mann aus dem Haus und sagt der Frau noch beim Rausgehen, so Schatz, und mittags machst du bitte die Waschmaschine an. Sie glauben gar nicht, was das für ein Zunder ist in der Partnerschaft, wenn der Mann sowas macht. Haben Sie auch schon erlebt, ne? Also, das Schöne ist bei dieser Geschichte, es läuft vollautomatisch. Sie brauchen keinem irgendeine versteckte Anweisung geben oder eine versteckte Botschaft mitteilen. Das läuft alles automatisch. Der Strom, der über ist, der wird verteilt. Mehr nicht. Wenn die Frau nun netterweise mittags tatsächlich die Waschmaschine anmacht, dann merkt die Steuerung das und macht in der Zeit die Heizstäbe aus. Läuft alles vollautomatisch. Also sehr beziehungsfreundlich. So, die weitere Innovation ist dieser Kombi-Heizstab. Denn wir haben uns gesagt, jetzt nehmen wir mal die EasyWind-Kunden. Die haben Anlagen, die produzieren 6 Kilowattstunden maximal. Was braucht denn so eine Anlage? Es gibt ja auch noch Eigenstrom im Haus. So, wenn jetzt die EasyWind läuft und produziert 3 Kilowatt und man hat jetzt 1000 Watt Eigenverbrauch im Haus und diese 3 Kilowatt liegen jetzt konstant an, das ist bei Wind ja auch nicht immer der Fall, so, dann hätte man gerade genug Energie für einen 2 kW Heizstab. So, das ist ja so das von der Stange. Und da haben wir gesagt, ja, das ist eigentlich nicht das, was die Welt braucht. Wir wollen ja nicht 2 kW sozusagen bis dahin ungenutzt haben. Wir wollen ja den Strom bis 2 kW auch schon nutzen. Wie kriegen wir denn das hin? Ganz einfach, indem man einen Heizstab sich bauen lässt. Das heißt, das ist sozusagen unsere Innovation, mit 3 einzelansteuerbaren Heizwendeln. Und die kleinste Wendel, die kürzeste, hat eine Leistung von 500 Watt. Das heißt, Ihr kleinstes, nicht genutztes Stromdelta ist 500 Watt. So, bis 500 Watt müssen Sie erstmal aufbauen, dann ist der Schaltpunkt. Man kann der Steuerung auch eine gewisse Trägheit einbauen, macht bei Kleinwind absolut Sinn. Nur wenn die Last stabil ist, macht es Sinn, diesen Strom auch zu nutzen. So, und dann kann man sagen, du musst jetzt jedes Mal die Last 2 Minuten, muss sie anliegen oder 1 Minute, und dann erschaltest du bitte. Und dann bleibst du auch bitte jedes Mal mindestens 1 Minute an, damit nicht diese hohen Taktzahlen entstehen. So, aber mit so einem Heizstab kann man sozusagen modellieren. So. Man braucht pro System braucht man einen Kombi-Heizstab und den kann man in 500 Watt-Schritten sozusagen aufbauend seinen Strom nutzen. Das kann man für Kleinwindkraft machen, das kann man für Photovoltaik machen und so weiter. Das ist die Innovation Nummer 2. So, und in dem Preis, jetzt sind wir immer noch bei dem einen Preis von 6.000 Euro, wären jetzt 6 weitere 3 kW Heizstäbe und schon haben wir 21 kW Leistung, die wir nutzen können. Das wäre jetzt, sage ich mal, eine landwirtschaftliche PV-Fläche von 30 kW, die wäre damit schon ausgelastet. So, nicht? Also 30 kW, da hat man noch Grundlast. Also wer ein 30 kW Dach belegt hat mit PV, hat in der Regel, wenn er sie vernünftig geplant hat, auch eine anständige Grundlast. So, und dann geht da ein bisschen was weg. Aber 21 kW könnte man mit dem System maximal nutzen. Das ist eine ganze Menge. So, und zu Wärme machen. Und die Heizstäbe, das ist die nächste Innovation, haben eine höhere Abschalttemperatur, damit man mehr Wärme speichern kann. Wir hatten die ersten Heizstäbe mit 95 Grad angelegt, bis mal
Jemand sagte, also 95 ist zu viel, denn wenn die letzten Heizstäbe unten nur noch laufen, weil die oben schon abgeschaltet sind, und der unterste schaltet erst bei 95 ab, dann fängt oben das Wasser an zu kochen. Das geht also nicht. Also haben wir es wieder gedrosselt auf 85 Grad, musste alles wieder zurück ins Werk. Aber ich sage nochmal, so macht man Erfahrung. Ja, nun kann es losgehen. Also Sie werden sich mit dem Bild da überwiegend links unten identifizieren können. Das ist die Anlage, die beim Sturm Christian nicht umgekippt ist. So, zum Glück. Aber ein paar Schäden gab es natürlich schon. Aber ich sage mal, gegen den Orkan in dieser Stärke ist auch der besten Kleinbegriffelage kein Kraut gewachsen. So, aber damit machen Sie Ihren Strom oder mit Photovoltaik. So. Jetzt kommen wir zum Thema Speicherkapazität. Das Glas ist halb voll oder halb leer, je nachdem, wie man das sehen will. Was glauben Sie denn, wie viel Strom wird benötigt, um 1000 Liter Wasser von 20 auf 80 Grad zu erwärmen? Was meinen Sie, wie viel Kilowattstunden Strom braucht das? Kleine Preisfrage. Gibt eine Führung als Preis im Showroom in Sande. Was meinen Sie? Haben Sie eine Idee? Ungefähr. Wie viel Strom braucht das? Na, keine Idee? Jan, jetzt nehme ich dich mal dran. Jan. Ach so, okay. Ja, dann löse ich einfach mal auf. Man braucht genau 72 Kilowattstunden Strom, um 1000 Liter Wasser von 20 auf 80 Grad zu erwärmen. Das ist eine gesamte Tagesproduktion einer 10 Kilowatt Peak PV-Anlage. So, damit Sie mal so eine Vorstellung haben, wie viel Wärme kann ich denn machen mit meinem Strom? So. Ist also ziemlich viel Strom und da kann man sagen, Wärmespeicher ist ein großer Energiespeicher. So, wenn Sie sich überlegen, Sie haben jetzt einen Batteriespeicher, dann nehmen wir mal an, eine vernünftige Größe wäre so bis 10 kW, sagen wir mal so, ne? So, das ist schon ein großer Batteriespeicher. Dann können Sie mit dem Wärmespeicher wesentlich mehr Strom in Wärme verwandeln. So. Das versuche ich mal mit der Rolle hier. Nee, das war schon zu weit. So. Okay, ja. Gut. Also ich wollte damit nur veranschaulichen, dass ziemlich viel Energie in den Puffer geladen werden kann. So, das ist beim Batteriespeicher begrenzt. Nicht? Da können Sie sozusagen 10 Kilowattstunden Strom in Strom speichern. So, und wenn Sie da nicht ständig Abnahme haben, sondern den Strom erst abends wieder rausholen, dann bleiben das auch 10 Kilowattstunden oder vielleicht ein bisschen mehr. So, ne? Okay, also Wärmespeicher ist ein großer Energiespeicher. Nochmal zum Vergleich, ein 10 Kilowatt Batteriespeicher kostet ca. 10.000 Euro, um und bei, große, grobe Hausnummer, so wenn man ihn günstig gekriegt hat. Okay, und ein 144 Kilowatt Wärmespeicher, das ergibt sich daraus eben aus dieser Rechnung, aus 20 Grad mache ich 80 Grad. Und das war das Preisbeispiel von dem 2000 Liter Speicher, also 72 mal 2. 144 Kilowatt kann man sozusagen Tagesstrom da rein speichern, wenn man von 20 auf 80 Grad erwärmt und keine Wärmeabnahme an dem Tage hat. Also ziemlich viel Energie. Sie wissen selber, was Ihre Anlagen produzieren am Tag. Und das Schöne ist ja, gerade die Easywind-Anlagen produzieren ja Strom zu Zeiten, wo man Wärme braucht. Das ist ja eine wunderbare Parallelität, die kann man ja wunderbar nutzen. So, also ich sagte schon, es ist vollkommen automatisch und nutzt nur den überschüssigen Strom, wenn er vorhanden ist. Das ist der Komfortansatz. Finde ich persönlich sehr interessant, dass man sich um nichts kümmern muss, so, man muss nicht auf irgendwas achten. Es gibt ja auch diese Geschichten, Smart-Home-Lösungen, dass man einen besonderen Stromzähler kriegt und immer wenn die Ampel grün ist, macht man die Waschmaschine an. Ja, kann man machen, ich weiß nicht, wer da wirklich Lust hat. Also das ist so eine Sache, ne? Gut, wer weiß, was noch alles kommt, aber die Energieversorger, die halten sich da momentan eher zurück. Man kann gespannt sein, was da noch alles kommt, aber das ist einfach schon fertig. So. Ja, für wen lohnt sich das denn überhaupt? Also ich habe ja auf der New Energy diesen Jahres im März, haben wir das System erstmals vorgestellt und wir waren das einzige System überhaupt auf der gesamten Messe, die so ein System vorgestellt hat. Und das war die meistgefragteste Frage. Lohnt sich das, Herr Wiese? So, da habe ich immer gesagt, wie soll sich's denn lohnen? So oder so? Was ist denn wichtig? Und ich sage, was haben Sie für eine Erzeugungsanlage? Und wenn Sie dann sagten, es soll sich so lohnen, dann habe ich natürlich detaillierter nachgefragt, was für eine Erzeugungsanlage haben Sie, womit erzeugen Sie jetzt Ihre Wärme, ist auch wirklich maßgeblich, ob jetzt mit Holzpellets oder mit Heizöl, so, das ist die wichtige Frage. Und erstaunlicherweise haben nur 20%, so gefühlt, ich habe es nicht gezählt, aber 20% haben gesagt, es muss mir einen finanziellen Vorteil bringen. 80% haben gesagt, ich habe eine Freude dran, wenn ich den Strom, den ich selber produziere, irgendwie im Haus lassen kann.
und es geht mir nicht nur ums Geld verdienen. Und das fand ich ganz erstaunlich. Ich glaube, das hätte man vor 5 Jahren so noch nicht erlebt. Also da ist auch wirklich was im Wandel. Es geht nicht nur ums Geld verdienen. Ich sag mal, diese Konten sind ja alle versorgt. Herr Kelesen? Gut, ne? Herr Kelesen wird das wissen. Er hat ja genug Anlagen finanziert in der Richtung. So. Aber die Kunden, die heute sozusagen erst loslegen, die hätten ja vor 5 Jahren auch schon bauen können. Haben sie nicht gemacht, weil nicht das war, was sie wollten. Sie wollten jetzt heute ein Stück weit Unabhängigkeit, Selbstversorgung und gefühlte Autarkie. So, wie oft kriege ich einen Anruf, Herr Wiese, ich möchte autark werden. Wie geht das? Ich sage ganz einfach, erstmal ganz kräftig erben. So, dann kann man vielleicht autark werden. Ist ein ganz teurer Spaß, autark werden, das heißt abklemmen. Und in Zeiten, wo man die meiste Energie braucht, da reden wir vom Winter und die geringste Erzeugung hat bei den meisten Erzeugungsanlagen, bei Photovoltaik allemal, wie will man das kompensieren? Also autark werden ist ein teurer Spaß. So, für wen lohnt sich es denn nun tatsächlich? Nun habe ich lang genug geredet. Es lohnt sich in erster Linie für die kleinen Windkraftbetreiber und das sind überwiegend Sie, die heute hier sind. Das kommt drauf an. Das kommt drauf an, wie viel Termine wir nachher noch machen. Genau. Also, für die lohnt es sich deswegen am besten, weil sie einfach das geringste Geld kriegen für ihren Strom. Ganz einfach. Also, EasyWind-Kunden kriegen in der Regel um die 9 Cent pro Kilowattstunde. Und wenn man jetzt auch noch eine Ölheizung hat, dann kostet genau eine Kilowatt Wärme mit Heizöl gemacht ca. 9 Cent. So, im Moment. So. Ihr Strompreis wird relativ stabil bleiben, so. Also der Vergütungsstrom, der wird relativ stabil bleiben. Aber ich sag mal, ob ihr Öl noch in 1, 2, 3, 4, 5, 10 Jahren zu dem heutigen Kurs zu beziehen ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Das wird nicht so sein. Also ist es zumindest für die kleinen Windkraftbetreiber heute so, wenn sie diese Technik sich leisten wollen und sich gönnen wollen, zumindest keine Verluste machen. Und sie werden weniger Heizöl verbrennen. Und ich kann nicht sagen, wie viel. Das wäre genauso, wenn Sie mich fragen, in Dagebüll fährt eine Fähre los, Richtung Föhr, Richtung Süd-Südwest, wie alt ist der Kapitän? So, nicht? Also das sind auch so Sachen, das kann man nicht beantworten. Das hängt ja von ganz vielen Faktoren, hängt das einfach ab. So, wie viel Eigenstromverbrauch habe ich im Haus? Wie ist das Haus gedämmt und so weiter? Das können wir einfach noch nicht sagen. Ich kann nicht sagen, wie viel Energie es braucht, um so viel Wasser sozusagen aufzuwärmen. Wir haben noch keine echten Fallzahlen von Musterhäusern, was es nun effektiv gebracht hat. Fakt ist, sie werden ihren Strom in Wärme verwandeln können und es wird einen Nutzen bringen. So, also es wird allemal Spaß machen, mit dem Strom einfach selber Wärme zu machen. So, ist einfach ein Stück Unabhängigkeit, so, die man sich da schafft. Ist ja auch was wert, auch wenn man es nicht auf dem Konto sieht. So, ist einfach mehr wert, der ist nicht zu unterschätzen. Aber was es in Geld ausmacht, wie viel Öl sie weniger verbrennen werden, das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Das wissen wir auch noch nicht. So. Und es ist auch einfach eine Tatsache, dass es natürlich Wärmesysteme gibt, die effizienter sind. Sie machen jetzt mit den Heizstäben aus einem Teil Strom, einem Teil Wärme. Ich greife mal so ein bisschen den Fragen vorweg, die da mit Sicherheit kommen, ist ja ganz klar. So, also wenn Sie eine Wärmepumpe betreiben, dann ist die Jahresarbeitszahl mit Sicherheit besser, als wenn Sie es über Heizstäbe machen, ganz klar. Aber die Wärmepumpe müssen Sie auch kaufen. Ist auch ein System, was nicht günstig ist. So, Sie brauchen bei so einem System brauchen Sie immer auch eine primäre Heizquelle fürs Haus, ganz klar. Also Sie werden damit niemals Ihre Heizung ersetzen können. Es ist eine Zusatzheizung. Sie nutzen Ihren Strom und entlassen sozusagen auch die Stromnetze. Das ist einfach auch ganz wichtig zu sagen. So, also die kleinen Windkraftbetreiber, habe ich jetzt mal so mir gedacht, das sind eigentlich die Premium-Kunden, für die es sich wirklich auch in jeder Hinsicht, aber auch eben finanziell die nächsten Jahre lohnen könnte. Dann sind dann doch die PV-Anlagenbetreiber. Ob Sie es glauben oder nicht, die ersten PV-Anlagenbetreiber kriegen einen Wärmespeicher. Weil das Geld nicht das Wichtigste ist, sondern der Mehrwert besteht darin, in der Erhöhung der Wertschöpfung Ihres eigenen Grundstücks. Die haben einen Spaß daran, den Strom einfach selber zu nutzen. Wunderbar. Und dann gibt es Anlagen, die ja gedrosselt werden über das EEG, die nur noch 70% erzeugen dürfen. So, und die können natürlich auch den Strom, den sie jetzt gar nicht erzeugen würden, den können sie natürlich dann zu Wärme machen. Da gibt es einen direkten Nutzen bei diesen Anlagen. Genau. Und PV-Anlagen der nächsten Jahre, die einfach nur noch wenig Geld kriegen. Jetzt sind wir so bei 14 Cent, Jan, oder? 14 Cent Vergütung so. Das wird ja nicht mehr, das wird eher weniger, je nachdem, wie die Koalition jetzt sozusagen das EEG strickt. Man weiß es nicht. So, ist ja auch sowieso ein spannendes Thema.
Aber die Vergütung wird sinken. Und wenn eine PV-Anlage nur noch 10 Cent kriegt, dann kann man damit auch durchaus Wärme machen. Die dritte Gruppe, das sind die Autarkiefreunde, sag ich mal. Die wollen nichts anderes als der E.ON weniger Strom abnehmen und dem Ölmann sozusagen weniger Öl abnehmen und dem Gasmann weniger Öl abnehmen. Das ist deren Lust und das kriegen sie mit so einem System natürlich hin. So, das sind diejenigen, für die die Themen Selbstversorgung, Unabhängigkeit und die Erhöhung der Wertschöpfung ihrer Ressourcen mehr wert ist als die reine Gewinnmaximierung in Euro und Cent. Diese Kunden gibt es. Das ist eine Tatsache. So, also viele Möglichkeiten. Jetzt muss jeder sehen, in welche Gruppe er jetzt passt oder ob er überhaupt da reinpasst. Ja, dann das Thema Regelenergie. Das Thema Regelenergie. Ich gehe davon aus, dass die Netzbetreiber irgendwann Strom günstiger anbieten, weil die Netze vermehrt überlastet sein werden. Also da gehe ich persönlich fest von aus. Und Sie wissen selber, mit jedem Zubau, mit jedem Repowering der großen Windkraftanlagen erhöht sich das Problem. Wir brauchen dringend stromabführende Netze von Niebel nach Brunsbüttel. Die Landesregierung hat aus meiner Sicht einen ganz rührigen Weg eingeschlagen, indem sie einfach die Leute gefragt hat, was sie davon halten. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Das Dumme ist, man kriegt dann Antworten. So. Aber man bezieht sie mit ein und man hofft politisch, dass man sozusagen am Ende einen Konsens findet, wo auch die größten Kritiker sagen, ja okay, es ist nicht toll, aber ich sag mal ja dazu. Und zwar, weil sie gefragt wurden und weil sie ernst genommen wurden. Also, diese Stromnetze werden aber noch auf sich warten lassen, bis der letzte Landwirt enteignet ist. Also ich sag mal, das wird einfach ein paar Jahre dauern. So. Da reden wir mal von 5, wenn es schnell geht, wenn es schlecht läuft, 10 Jahre. Und in der Zeit muss ja irgendwas passieren. Und ich gehe davon aus, dass die Netzbetreiber Angebote machen werden, Strom abzunehmen zu Zeiten, wo die Netze überlastet sind. Und dann ist so ein Pufferspeicher, der 12 Heizstäbe betreiben kann, auf einen Schlag, mal 3 kW, 36 kW, ist natürlich interessant für diese Regelenergiegeschichte. So, ob das kommt, ich weiß es nicht, aber ich sag mal, visionär gedacht, gehe ich persönlich davon aus. Und wenn dann jemand so ein Ding hat, dann kann er sich da ausrüsten, kann er mehr Heizstäbe reindrehen, wie auch immer, und kann in diesem System einfach teilnehmen. Im Idealfall kriegt man den Strom geschenkt. So, ist besser, als die Anlagen abzuschalten und die Betreiber trotzdem zu vergüten. So, nicht? Dann kann man auch den Strom produzieren, die Leute vergüten, und jemand anderes macht damit Wärme. Das wäre auch sowas wie regionale Wertschöpfung, nicht? So, dann derzeit wird einfach weniger fossile Brennstoffe verbrannt. Also ich fände es wunderbar. Ich gehe mal davon aus, dass es kommen wird. Das ist jetzt Glaskugel lesen, aber es ist allemal eine Variante, die denkbar wäre. So, dann erzählte ich von der EEV Home-Geschichte. Was ich nicht erzählt habe, ist, dass die ersten Musterhäuser ausgestattet werden. Also das Ergebnis der EEV Home-Initiative ist ja gewesen, dass man Musterhäuser ausstatten wollte mit diesen Wärmespeicher. Man will es also tatsächlich probieren. Ein 1000 Liter Wärmespeicher mit 7 Heizstäben, also es wird komplett ausgereizt und hat als Erzeugungsanlagen 18 Kilowatt Peak Photovoltaik und eine kleine Windkraftanlage. Und da werden wir es sozusagen testen. Da werden wir gucken, wie viel wird das denn sein. So, also wenn jetzt ein guter Tag ist, auch im Herbst und so weiter, da wird man sehen, wie viel Wärme wird denn da tatsächlich gemacht. So, also diese Zahlen fehlen uns komplett noch. Ich kann Ihnen da nicht sagen und so. In dem und dem Fall werden Sie so und so viel Heizöl einsparen. Das wäre auch unseriös, selbst wenn es solche Fallzahlen schon gäbe. Es kommt sehr drauf an. Aber das ist derzeit im Bau und man kann gespannt sein, was da die Ergebnisse sind. Und bei EasyWind ist es so, dass 3 EasyWind-Anlagen auf dem Gelände mit in dieses Musterhaus eingebunden werden. Da reden wir von 18 kW Maximalleistung. Es wird aber auch Eigenstrom im Haus genutzt und das wird von einer Technikergruppe aus Flensburg, von der Technikerschule, begleitet und gebaut und realisiert. Und die werden auch das Monitoring machen und eine Darstellung auch übers Internet und so weiter. Also man wird das begleiten können. Ein ganz spannendes Projekt, da gab es auch Fördergelder von der Aktivregion. So, das ist sozusagen das Ergebnis der EEV Home-Geschichte. So, es fing an mit, lass uns mal darüber sprechen. Und das Ende sind diese Musterhäuser, die in der Art und Weise, wie sie jetzt geplant und konzipiert wurden, ihresgleichen suchen in ganz Schleswig-Holstein. Also das ist wieder mal typisch für Nordfriesland, sage ich mal. Wir sind natürlich auch Energiepioniere, ist einfach so. Nordfriesland hat ja die ersten Bürgerwindparks ins Leben gerufen. Da machen wir schon besondere Sachen und auch die EEV Mobile, will ich auch noch mal erwähnen, macht ja in Sachen E-Mobilität auch ganz besondere Dinge so, ist einfach so, wir pushen das Ganze und das ist typisch nordfriesisch, wir jammern nicht, wir handeln. So, und deswegen stehe ich hier auch und deswegen stehe ich auch zu der Geschichte, weil ich überzeugt davon bin, dass das für einige Kunden interessant sein kann.
muss mal gucken, was da kommt. Ich habe die nächsten Seiten nicht alles im Kopf. Okay, nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Die Vorteile dieses Systems. 12 Heizstäbe sind möglich. Wie gesagt, die Steuerung kann maximal 7, weil für den Kombi-Heizstab brauchen Sie 3 Eingänge der Steuerung. Und dann brauchen Sie, weil Sie nur 9 Ausgänge haben bei der Steuerung, noch 6 weitere und dann sind Sie bei 9. So, also 6 weitere Heizstäbe, der Kombi mit 3, 6 weitere Heizstäbe, das sind die 9 Ausgänge. 9 Ausgänge hat die Steuerung, Sie können 9 Verbraucher sozusagen schalten mit der Steuerung. Extra gute Isolierung, da steht sie nochmal auf dem Tisch, so aus Recyclingstoffen, teilweise Recyclingstoffen, hat 30% weniger Wärmeverluste gegenüber PU-Isolierung. Dann der 5-Schichten-Speicher, hatte ich schon erzählt, dass man sozusagen Schichten sich aussucht, wo man besonders viel Wärme braucht. So. Man muss natürlich auch so ein System, und das hat sich jetzt auch in der Praxis gezeigt, natürlich mit dem Heizungsbauer ganz individuell durchsprechen. Man kann sowas nicht verkaufen und dem Heizungsbauer geben und sagen, dreh mal irgendwo die Heizstäbe ran. Elektriker sagen, mach mal irgendwas. So funktioniert es nicht. Also Jan baut jetzt gerade die Steuerung in Leck ein. Das ist Jan Obernauer von Ladelund, der Elektriker. So, also er realisiert das mit uns zusammen. Das ist schon sehr tricky, sag ich mal. Da muss man sehr zu Ende denken. So. Und das biete ich halt auch an, dass wir Treffen machen mit dem Heizungsbauer zusammen, mit dem Elektriker zusammen, um eben auch die wichtigsten Fragen zu klären. Das ist also kein Baukastensystem, ist also nicht Lego, nicht? Also keine Bauanleitung und am Ende haben sie ein Lego-Haus, sondern das ist wirklich sehr individuell. Wo was reingeht, wo man was rausnimmt und so weiter. Also die letzten Erkenntnisse waren jetzt auch, dass man eventuell ein paar mehr Heizstäbe nimmt, nicht damit wir mehr Geld verdienen, darum geht es nicht, aber die Steuerung kann ja priorisieren. Sie kann ja sagen, nach Prioritäten voreingestellten werden die Heizstäbe angesteuert und wenn die dann oben ausschalten, weil die Zieltemperatur erreicht ist, dann merkt die Steuerung das, da geht kein Strom mehr hin, nimmt sie den nächsten Heizstab. Und nur so kriegt man den Puffer überhaupt durchgeladen, weil es wird ja nur der Bereich oberhalb des Heizstabes überhaupt aufgeheizt. Also es ist so diese Geschichte, wo setze ich die Heizstäbe rein? Natürlich gefühlt lieber oben, damit man oben komprimierte Wärme hat zur warmen Wassererzeugung. Aber natürlich auch so verteilt, dass der Bereich oberhalb des Heizstabes noch warm wird. Also wenn ich den letzten Heizstab jetzt hier habe, dann wird der Bereich von selber nicht warm. Das funktioniert nicht. Nicht? Also das müsste man dann auch wieder extra mischen. Da sagt dann Herr Hellmann, oh, fangen Sie nicht sowas an, nicht noch eine extra Pumpe, das gibt dann lauwarmes Mischwasser, hören Sie auf mit sowas. Dann lieber 2, 3 Heizstäbe mehr, wenn es denn die Steuerung noch hergibt, wenn man nicht schon 7 hat. Und dann ist eben unten auch noch ein Heizstab und das sehen Sie, haben Sie gesehen bei den Bildern aus Leck, wir haben auch unten einen Heizstab drin und der ermöglicht im Sommer, der hat ja PV auf dem Dach, dass wenn jetzt so viel Wärme da ist, dass am Ende der unterste Heizstab noch arbeitet. Und so kriegt er die Kiste durchgeladen, sonst nicht. Genau, der Wärmetauscher für die Brauchwasserwärmung ist optional, müssen Sie nicht, wenn Sie schon eine Frischwasserstation haben. Da wird oben einfach Wärme entnommen und außerhalb Brauchwasser erzeugt. Aber es hat viele Vorteile und je nachdem, ob es jetzt gerade ein Neubau oder ein Umbau ist, ergibt sich ja, ob man sowas überhaupt braucht. Und das Ganze ist made in Germany und zwar alle Komponenten, ganz wichtig. So, ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Wärmespeicher sind eine günstige Speichervariante. Sie müssen selber, jeder muss für sich entscheiden, ist das für mich interessant? So, oder, also ich sage auch nicht Batteriespeicher versus Wärmespeicher, das nicht. Das kann auch nebeneinander bestehen. So, aber es ist letztendlich eine Preisfrage. Der Batteriespeicher kostet einfach sehr viel Geld in der Anschaffung. Und selbst wenn man Zuschüsse kriegt von der KfW-Bank, es gibt schon Speicherkunden, die sagen, ich verzichte lieber auf meinen Zuschuss und kann dafür aber sozusagen mehr Strom produzieren, denn sie werden ja gedrosselt mit der Stromproduktion auf 60%, wenn sie Speicher haben und Zuschüsse bekommen haben. Richtig? So ist es, ne? Genau. Und einige sagen schon, ich verzichte lieber auf meinen Zuschuss, kann aber dafür mehr Strom produzieren, das bringt mir am Ende mehr. So, nicht? Also ganz wichtiger Punkt finde ich persönlich, dieses unabhängige Machen von Gas und Heizöl. Wir brauchen nicht drüber sprechen, wie CO2-intensiv das Verbrennen von Gas und Heizöl ist, aber ich mache es trotzdem. So, ich sage Ihnen mal, wie viel CO2-Emissionen das Verbrennen von Heizöl ausmacht. Und zwar, das sind 298 Gramm pro Kilowatt Wärme. Und da reden wir von der Ölproduktion, der Veredelung und den Transport hierher. 298 Gramm CO2 pro Kilowatt Wärme. Bei Gas ist es 258. Was meinen Sie, wie viel es bei Holzpellets ist? 9 Gramm. Nur mal so ein Vergleich. Nicht? Also 9 Gramm CO2-Emissionen im Vergleich zu Heizöl. Nicht?
Nur, dass man das mal gehört hat. Vielleicht ist das ja auch ein Thema, einfach mal die Heizung auszutauschen. Gut, sie steigern den Eigenverbrauch und entlasten die Stromnetze. Okay, das ist ein politisches Thema. Kann man auch sagen, okay, was kümmert mich das, solange mein Strom verkauft wird und ich mein Geld verdiene? Kratzt mich nicht, aber ich denke mal, ein bisschen Verantwortung haben wir auch und das sollte uns nicht egal sein. So, dann letzte Blatt. Ach ja, genau, das ist der Showroom in Engesande, Greentech Campus, werden einige von Ihnen kennen. Das ist das Gelände, wo die Firma Easywind seine Anlagen produziert, mittlerweile komplett, also eine Teilproduktion aus Nordrhein-Westfalen ist jetzt auch hierher gekommen. Mittlerweile wird alles in Engesande produziert. Ja, Eigenstromwiese durfte sich da auch niederlassen, hat ein Büro und ein Showroom. EVO Mobile sehen Sie und Firma Hellmann und Oftech, das Trainingszentrum der Windkraft-Mitarbeiter. Es wird gerade ein maritimes Trainingszentrum gebaut, ein riesen Schwimmbad da und so weiter. Also da ist richtig viel los, da wird sich so die kritische grüne Technologie Nordfrieslands versammeln und hoffentlich auch darüber hinaus. Ich werde auch demnächst da für das Thema Elektromobilität ganz aktiv mitarbeiten und mitstricken. Und und da ist ein Showroom, da können Sie den Speicher auch nochmal besichtigen. Wie gesagt, lassen Sie uns einen Termin machen und dann schauen wir uns das da gemeinsam nochmal an. So. Und andere Firmen werden da demnächst auch Sachen ausstellen, zum Beispiel Stromtankstellen, Komponenten. Und ich hatte heute Kontakt in Kiel. Ich darf mal ein bisschen uneitel erzählen, dass ich gerade aus Kiel gekommen bin, die EVO Mobile und der Kreis Nordfriesland haben heute den zweiten Preis Nachhaltigkeitswettbewerb gewonnen. So, und haben 4.000 Euro mit nach Hause gekriegt. Das nur mal so am Rande. Genau. So, und da habe ich einen getroffen, der Elektroroller vertreibt. Und mit dem machen wir auch einen Termin. Also Sie sehen, all das wird sich da vereinen und so. Und wie gesagt, da ist der Showroom. Können wir uns gerne mal treffen. Ja, herzliche Einladung. Und das ist das letzte Blatt. Und dann sage ich erstmal vielen Dank bis hierhin.